Es war ein ziemlich trüber Tag, als Heiner sich durch die Straßen von Twilight Town zum Trainingsplatz schleppte. Es war kein Streit oder eine Auseinandersetzung, die ihn dazu trieb, ihren üblichen Treffpunkt zu meiden. Es war vielmehr so, dass die langsame Entwicklung ihrer Situation ihn unglücklich machte. Pence und Olette schienen nicht zu merken, dass etwas nicht stimmte. Wahrscheinlich würden sie nicht mal mitbekommen, dass er heute fehlte. Das lag daran, dass gerade die beiden das Problem waren. Heiner mochte seine Freunde, so war das nicht. Trotzdem hatte sich in diesen Sommerferien etwas zwischen ihnen verändert. Die drei trafen sich immer noch regelmäßig, doch etwas war anders, wenn sie sich unterhielten. Zuerst hatte Heiner es nicht bemerkt. Pence starrte dauernd Löcher in die Luft und begann wie blöd zu stammeln, wenn Olette dies anmerkte. Olette hingegen war nicht viel besser. Ständig errötete sie und spielte nervös mit ihren Klamotten. Heiner hatte erst begriffen, was zwischen Pence und Olette war, als er die unbeholfenen, flüchtigen Bewegungen bemerkt hatte. Er wunderte sich, wie lange die beiden es wohl schon verheimlichten. Von da an hatte sich alles verändert. Es war nicht so, dass seine beiden Freunde ihn mieden oder gar abwiesen. Sie trafen sich immer noch, planten Ausflüge und Reisen ans Meer, doch Heiner fühlte sich, obwohl nicht ungewollt, doch etwas überflüssig. Dies war der Tag, an dem er realisierte, dass er nicht jeden Tag seines Lebens mit seinen Freunden verbringen würde. Diese Zeit war vorbei. Als er auf den kleinen Platz trat, war er etwas enttäuscht, niemanden dort vorzufinden. Es gab zwar keine geplanten Turniere für den heutigen Tag, doch oftmals trafen sich die Leute hier zum Spaß zu einigen Kämpfen. Heute jedoch war der Turnierplatz vollkommen verlassen. Selbst Cyphers Gang war nirgendwo zu sehen. Hätte Heiner dem Platz ein wenig mehr als einen einzelnen Blick geschenkt, hätte er die einzige Person, die dort war, nicht übersehen. Es war ungewohnt, Cypher ohne seinen üblichen Anhang zu sehen. Rai und Fu waren wie dauerhaftes Zubehör, eines von Cyphers Markenzeichen, wie sein charakteristischer Mantel. Es war ebenso ungewohnt, Cypher so ruhig und entspannt zu sehen. Der Teenager lag auf dem Rücken in der Mitte des Platzes, die Arme entspannt unterm Kopf und starrte in den Himmel. Heiner starrte ihn einen Moment an, bevor er langsam auf ihn zuging. In dem Moment, als er in den Ring trat, erschallte Cyphers Stimme. Wenn du weißt, was gut für dich ist, Idiot, dann bleib da stehen. Heiner rollte nur mit den Augen. Woher wusstest du, dass ich es war? Obwohl seine Augen geschlossen blieben und sein Gesicht entspannt wirkte, konnte Cypher immer noch grinsen. Weil ich einfach ziemlich gut bin. Wie auch immer, schnaubte Heiner und stieg nicht auf den Köder ein. Cypher öffnete ein Auge und warf Heiner einen fragenden Blick zu, bevor er sich wieder zurücklehnte. Heiner wusste nicht genau, warum er es tat, doch er ließ sich neben Cypher nieder und lehnte sich zurück, um zu sehen, was am Himmel denn bitte so interessant sei. Cypher drehte seinen Kopf und runzelte die Stirn. Heiner reagierte nicht. Cypher fuhr fort, ihn anzustarren, bis Heiner sich nicht mehr zurückhalten konnte. Was? Cypher starrte ihn weiterhin an. Was? Du nervst mich. Oh! Heiner lehnte sich wieder zurück und beobachtete weiter den Himmel. Sorry. Er machte keine Anstalten zu verschwinden. Ein leises Knurren drang aus Cyphers Kehle und er starrte ihn böse an. Warum bist du überhaupt hier? Heiner zuckte zusammen. Was ist dein Problem? Haben dich deine Freunde sitzen lassen? Heiners Körper versteifte sich ein wenig und Cypher setzte sich grinsend auf. Ah, so ist das also. Du hast sie beim Rummachen erwischt? Dieses Mal sprang Heiner fast auf, als er sich Cypher mit scharlachrotem Gesicht zuwandte. Was? Nein, es war... Er verlor seine Wut und seufzte. War ich wirklich der Letzte, der es bemerkt hat? Anscheinend. Scheint aber, als wären sie nicht an einem Dreier interessiert gewesen. Heiner reagierte nicht auf diesen Kommentar und wandte seinen Kopf ab, damit Cypher seine verlegene Reaktion nicht sehen konnte. Dieser lachte trotz allem. Nimm's nicht so schwer. Drei ist halt einer zu viel. Heiner war immer noch rot, als er sich wieder zu Cypher umdrehte und ihn angrinste. Das ist also der Grund, warum du dich heute nicht mit Fu und Rai rumtreibst. Unbewusst errötete Cypher und grummelte. Klappe! Rais Eltern haben Wind von seinen Noten bekommen und Fu ist bei ihm, um ihm mit den Hausaufgaben zu helfen. Keine Ahnung, warum er die Arbeit so lange aufgeschoben hat. Selbst mit Fu und mir dauert das Ewigkeiten. Ich denke, ich werde sie nächste Woche auch nicht sehen. So lange? Erwiderte Heiner erschrocken. Es ist doch erst Ferienanfang. Cypher runzelte wieder die Stirn. Sommerhausaufgaben nehmen gar nicht so viel Zeit oder Mühe in Anspruch, wie die meisten denken. Jeder mit ein bisschen Verstand weiß, dass man sich früher erledigen sollte, wenn man sich noch an alles von der Schule erinnert. Du bist schon ein bisschen Streber. Nun, anders als die meisten von euch, möchte ich nicht den Rest meines Lebens damit verbringen, über sinnlosen Hausaufgaben zu brüten. Cypher schaute fast ein wenig beleidigt rein. Heiner wusste von einigen Gerüchten, die in der Schule um Cypher kursierten. Er war um einiges älter als die Kinder in seiner Klasse. Er war etwas über 2 Jahre älter als Heiner und die anderen und trotzdem nur eine Klasse über ihn.
Manche Leute sagten, er wäre einmal hängen geblieben. Doch Heiner wusste, dass Cypher bereits seit dem Kindergarten eine Klasse über ihm war. Seine Eltern hatten ihn nur später in die Schule geschickt. Als Freund von einem Jungen wie Rai, der für sein schlechtes Gedächtnis bekannt war, und einem ziemlich unsozialen Mädchen wie Fu, schürten die Gerüchte um Cyphers eigenen Charakter. Es dauerte oft einige Zeit, bis die Menschen merkten, dass die Vorurteile, die sie gegen den Blonden hatten, absolut falsch waren. Doch Cypher trug den Stempel, dem sie ihn aufdrückten. Es geschah nicht oft, dass Heiner sich mit dem anderen treffen konnte, ohne dass ihr Gespräch sich zu einem handfesten Streit und daraufhin zu einem Kampf entwickelte. Doch heute war er nicht in der Stimmung für einen Streit, und Cypher schien es ähnlich zu gehen. Sorry, murmelte Heiner leise. Cypher starrte ihn ungläubig an. Okay, jetzt reicht's. Du gehst mir schon zu lange auf die Nerven. Nur weil du deine Freunde beim Knutschen erwischt hast, drehst du gleich so ab? Hör mal, wie alt bist du? Boah, halt die Klappe! So ist das nicht! Heiner wusste, dass er sich beruhigen sollte, doch Cypher schaffte es immer wieder, ihn auf die Palme zu bringen. Was ist dann los? Es ist nicht wirklich diese Dreiergeschichte, oder? Nein. Du zögerst. Nein! Ich mag Olette und Pence, aber nicht auf diese Art. Sie sind meine Freunde. Cypher rollte die Augen. Ja, ich weiß. Ein Jahr für das glückliche Trio. Also was ist dein Problem? Hast du noch nie zwei Leute knutschen sehen? Hattest du niemals eine Freundin? Oder von mir aus einen Freund? Heiner schüttelte den Kopf. Du weißt, dass das bescheuert ist. Ich will nicht mit dir über so etwas reden. Ich hab nicht mal ein Problem. Und wenn ich eins hätte, wärst du der Letzte, mit dem ich darüber reden würde. Er sprang auf, um zu gehen. Doch Cypher packte ihn beim Arm und zog ihn zurück, sodass er hart auf dem Boden landete. Jetzt habe ich's verstanden, grinste Cypher. Was? Heiner schnappte nach seinem Arm, um sich von Cyphers hartem Griff zu befreien. Na, dein Problem. Du hast noch nie geküsst. Heiner antwortete. Fror jedoch in der Bewegung ein, bevor er errötete und sich nun gänzlich abwendete. Das ist es wirklich? Du weißt, mit diesem Problem kann ich dir helfen. Heiner sah mit blassem Gesicht auf und hoffte, dass er sich verhört hatte. Was? Tu nicht so schüchtern. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Bevor Heiner verstand, was geschah, hatte Cypher ihn niedergedrückt und sich über ihn gebeugt. Seine Augen weiteten sich und er versuchte aufzustehen, doch Cypher drückte ihn einfach wieder nieder und pinnte seine beiden Arme auf den Boden. Die Situation machte ihn nervös und gab ihm ein mulmiges Gefühl in seinem Magen. Sein Gesicht war bleich, bis auf eine leichte Röte auf seinen Wangen. Cypher grinste über Heiner gebeugt. Was? Es ist nichts wirklich Besonderes, oder? Es sei denn, du bist einer von diesen romantischen Idioten, die glauben, der erste Kuss müsste eine magische Erfahrung sein, an die man sich sein Leben lang erinnert. Cyphers Ton war genug, um Heiner wieder in seine typischen Muster verfallen zu lassen. Halt die Klappe! Ich schere mich nicht um meinen ersten Kuss! Warum stellst du dich dann so an? Heiner errötete und drehte seinen Kopf weg. Cypher kicherte wieder. Nach ein paar Sekunden peinlichen Schweigens sah Heiner wieder zu dem anderen auf. Er sah unsicher aus und seine Wangen waren gerötet. Der Gedanke daran, was nun passieren würde, weckte in Heiner seltsame Erwartungen. Cypher schluckte und Heiner beobachtete, wie sich sein Kehlkopf bewegte. Das ist so bescheuert. Du musst nicht, ich meine, wenn du... Klappe halten, sagte Cypher knapp. Sein Atem war heiß, heißer als die Luft um sie herum. Heiner starrte ihn nur an, bewegte sich keinen Zentimeter, als der Abstand zwischen ihren Lippen sich immer mehr verringerte. Ihre Nasen berührten sich fast, als Cypher flüsterte. Dieses Spiel spielt man zu zweit. Ja. Heiner nahm nicht mal mehr wahr, dass er überhaupt gesprochen hatte. Das flaue Gefühl wanderte in seine Brust und ließ sein Herz aussetzen, als Cyphers und seine Lippen sich trafen. Die fremde Berührung ließ Heiner gefrieren. Cypher hatte ihn zuvor berührt, meist auf feindliche und aggressive Weise, während ihrer Struggle-Kämpfe, doch das hier war anders. Cyphers Lippen fühlten sich an, als gehörten sie einer vollkommen anderen Person. Die Berührung war weich und Heiner lehnte sich vor, um den Druck zu erhöhen. Cypher bewegte sich bereits zurück, stoppte aber und legte seinen Kopf etwas zur Seite, um seine Lippen besser an Heiners schmiegen zu können. Es war nicht länger nur eine Berührung, sondern ein richtiger Kuss. Heiner verlor sich in dem Kuss, presste sich instinktiv an Cypher und zog ihn zu sich herab. Ein Schauer lief durch Cyphers Körper und Heiner bemerkte dies nur durch ihre intensive Nähe. Nicht ganz sicher, was ihn dazu trieb, presste er seine Lippen eindringlicher gegen Cyphers und versuchte sie mit seiner Zunge zu öffnen. Im ersten Moment erwiderte Cypher, dann jedoch schien er zu realisieren, was er da tat und stieß Heiner von sich. Sich langsam wieder aufrappelnd, hielt Heiner seinen schmerzenden Arm. Cypher schreckte bei dem Geräusch kurz auf und blickte schnell zu Heiner hinüber, bevor er wegblickte, als er seine Augen traf. Heiner hingegen rieb sich seinen Unterarm, an dem Cypher ihn festgehalten hatte. Heiner war keineswegs zimperlich, aber dies würde schon seine Spuren hinterlassen. Oh, ziemlich brutal, murmelte er, nicht leise genug. Cypher schnaubte. Du bist so ein Schwächling. Er schaute Heiner nicht an, und der Junge überlegte, was gerade passiert war und was sich in Zukunft ändern würde.
Dies schien ihm so befremdlich und wirkte nicht real. Er würde denken, er hätte sich das alles eingebildet, wenn seine Unterarme nicht immer noch schmerzen würden. »Ich bin kein Schwächling«, informierte er Cypher ruhig. »Oh, wirklich? Wollen wir das in einem Kampf austragen?« Diesmal schaute er ihm in die Augen und grinste. Dann wandte er sich wieder ab, aber nicht schnell genug, um die geröteten Wangen vor Heiner zu verbergen. Es war, als ob dieser kurze Moment, den sie geteilt hatten, ihm einen winzigen Einblick in Cypher gegeben hätte und er lächelte, anstatt wütend zu werden. Cypher war genauso verlegen wie er in dieser Situation. Es war ihm, ihnen, so unverständlich, dass sie nichts anderes tun konnten, als sich langsam wieder zu beruhigen und diese Situation wieder in normale Bahnen zu lenken. Heiner entschied sich, sich damit abzufinden. Er war nicht sicher, was dieser Vorfall für ihn bedeutete oder ob seine Gefühle noch so waren wie zuvor. Vielleicht würde es erneut geschehen und sie würden sich daran gewöhnen. Vielleicht würden sie sich irgendwann daran erinnern und darüber lachen. Es ließ sich nur darüber spekulieren. Nichts hatte sich wirklich verändert, nur ein klein wenig anders entwickelt. Ja, dann los!